das Künstlerfest. Es wird sich weiten, Enger macht auf. Das ist eine kommunale Initiative, die vom Land gefördert wird. Wenn ich auf das Programm heute schaue, dann gibt es die Möglichkeit, vieles zu erleben. Wir haben künstlerische Darstellungen in vielfältigster Form. Wir haben aber auch Generationen, die sich daran beteiligen, von jungen Künstlern, von denjenigen, die das Ganze gestaltet haben, von denjenigen, die heute Abend auch angesprochen werden, auf der Bühne, auf dem Barmeierplatz, und von denjenigen, die letztendlich auch, ich sage mal, in der Kirche noch einmal das Ganze betrachten, was eben Herr Hellinge dargestellt hat. Eberhard Hellinge hatte eine professionelle künstlerische Ausbildung von 1951 bis 1955 an der bekannten, berühmten Volkmarktschule in Essen und von 1956 bis 1960 an der Akademie der Bildenden Künste in München, eine der ältesten Kunsthochschulen Deutschlands. Und von 1960 bis 1970 war er freischaffender Künstler. Bis 1998 unterrichtete er dann schließlich Kunst an der Heideschule in Westerenger, die es leider nicht mehr gibt. Hellinges Mathilde, Sie haben sie sicherlich alle schon des Öfteren intensiv angeguckt, entspricht seinem Idealbild einer schlanken Frau, mit einem sehr langen Zopf. Dass auch dieses Idealbild in früheren und auch in sehr späten Arbeiten von ihm wieder auftaucht. Und diese Stiftsherren, davon kann man wohl ausgehen, diese Kanoniker, die haben erstmal dafür gesorgt, dass das Gedenken an Widukind hier manifestiert wurde, zum Beispiel durch diesen Sarkophag, den wir heute noch haben, oder Kenotaph, müsste man genauer sagen, weil ja keiner drin liegt. Und insofern wiederhole ich nochmal, ohne Mathilde kein Widukind hier in Enger. Und insofern ist das Größenverhältnis der Bedeutung der beiden Persönlichkeiten für die engerische Stadtgeschichte durchaus angemessen. Nachdem wir uns bereits an den geschichtsträchtigen Orten Mathildenskulptur, Mathildenplatz und Widukindbrunnen, Barmeierplatz eingefunden hatten, die durch Hellinge Kunstwerke auch zu kulturträchtigen Orten wurden, haben wir uns hier nun an einem der ältesten Kulturorte der weiteren Region versammelt. Was da an diesem 11. September 2001 passiert ist, hat sich tief ins Bewusstsein oder auch ins Unterbewusstsein der ganzen Menschheit eingegraben. Was ist denn passiert? Am Dienstag, den 11. September 2001, haben 19 Al-Qaida-Terroristen ziemlich gleichzeitig 4 Flugzeuge entführt und auf Ziele in den USA zugesteuert. Um 8.45 Uhr Ortszeit stürzt das erste Flugzeug in den nördlichen Turm des World Trade Centers in New York. Man denkt zunächst an einen Unfall.
Es gibt also dieses soeben erwähnte Büchlein, was die Hellinges selber gemacht haben, Lebenszeit, wo ihr komplettes künstlerisches Wirken abgebildet ist. Und davon waren zwei Auflagen vergriffen. Es gab keine mehr. Und teilweise sind die über längere Zeit so stark genutzt worden. Ich kenne Exemplare, da ist jede Seite einzeln. Die sind zerfleddert, weil es offensichtlich ein großes Interesse daran gibt, oder zumindest gab, sich das anzuschauen. Und so reifte bei uns der Gedanke, dass man das neu auflegen könnte und aber dann auf keinen Fall darauf verzichten sollte, die Hellinge-Kunst, die danach entstanden ist, auch aufzunehmen. Und genau das ist passiert. Vier Autoren haben jeweils ein Kapitel hinzugefügt. Das ist zum einen das über die Mathilde, über die Mathildenskulptur, zum anderen das über die zweite Reise von Widukind nach Attigny, was uns Günther Richter dankenswerterweise so anschaulich geschildert hat, gerade draußen am Brunnen. Liebe Brass 4 Bläser, ganz herzlich willkommen hier vor der Bühne am Barmeierplatz. Ihnen so die kulturelle Aktivität so im Alter, jetzt vielleicht auch gerade so die Musik, was gibt Ihnen das? Schlicht und ergreifend viel. Und um auf das Thema zurückzukommen, Migration, fremde Sprachen, Fremdheiten, in unserem Gespräch, was wir geführt hatten, hatte ich ja auch gesagt, wir haben sowas wie eine Identität der Kultur. Und ja. Zwar nationenübergreifend. Ja. Ich glaube, ob das jetzt ein russischer Komponist oder ein deutscher oder ein österreichischer ist oder ein Amerikaner, nicht? Gershwin, ja. Kommt ja noch. Man versteht das ja ohne Sprache. Mhm.
when you left, I know all is the better part of me, but I can't play my troubled history. You and I were innocent, our love was meant to be. Oh my love, don't give up on me. In the dying embers of the midnight hour, all these things brought me misery. In the dying embers of the midnight hour, oh my love, don't give up on me. Schlaf und geh am Morgen kaum. Kopf benebelt wunderbar. Wir leben weit, doch sehen kaum. Wir wünschen uns das Leben nah. Kopf aus, blick nicht mehr zurück. Kann es sein, dass wir vor uns selber fliehen? Kopf aus, jagen unser Glück, statt es anzuziehen. Wir sind in Städte raus, Städte raus, Städte raus. Oh, Tag und Nacht im Limit sein, doch niemals mit sich selbst allein. Städte raus, Städte raus, Städte raus. Oh, glühen in dem Licht am Meer, doch in uns ist es schwarz und leer. Mal unentwegt am Weg am Bleiben, unbeeindruckt von dem Schweigen. Musik ist aus, nur warmes Schweigen. Die Zeit setzt aus, Nils Bölting Guitar, komm!